Rentenerhöhung 2020. Die Bundesregierung überrascht uns alle. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 20. März 2020 kamen die neuen Zahlen zur Rentenerhöhung 2020, die ja zum 1.7.2020 beginnen soll. Und die waren ja in der Tat wirklich überraschend. Der Bundesminister Heil hat bekannt gegeben, dass die Rentenerhöhung, die zum 1.7.2020 beginnen soll, wirklich höher ausfällt, als wir alle, wie die Vorhersagen in der Tat wirklich waren. Zum 1. Juli werden die Rentenwerte im Westen um 3,45% steigen und im Osten um 4,2%. Aktuell haben wir zurzeit einen Rentenwert Ost in Höhe von 31,98 € für einen Entgeltpunkt, gilt bis zum 30.06.2020, und im Westen von 33,05 € für einen Entgeltpunkt. Ab dem 1. Juli 2020 sieht die Sache dann so aus, dass wir im Osten dann 33,23 € haben für einen Entgeltpunkt und im Westen 34,19 €. Das macht in der Erhöhung für den Osten sage und schreibe 4,2% aus und im Westen 3,45%. Alle Altersrenten, alle Witwenrenten, alle Erwerbsminderungsrenten, die Altersrenten für die landwirtschaftlichen Systeme und auch die Unfallrenten werden zum 1.7.2020 angepasst. Was auch ganz wichtig ist, es werden auch die Freibeträge für die Einkommensanrechnung zur Witwen- oder Witwerrente auch zum 1.7.2020 um die jeweiligen Beträge angepasst. Wie geht es jetzt weiter? Im April 2020 wird die Rentenwertbestimmungsverordnung durch die Bundesregierung dann ganz offiziell in das Gesetzgebungsverfahren gebracht und der Bundesrat muss das dann sozusagen wie immer pro forma abnicken. Der Grund für die Rentenerhöhung 2020 liegt ganz klar auf der Hand. Wir haben eine wirklich gute Lohnentwicklung in den letzten Jahren gehabt. Die Lohnsteigerungen im Osten und im Westen waren einfach wirklich gut und deshalb auch diese doch höheren Rentenwerte. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2020 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.